Ach du Scheiße, ist das so früh und ich muss bis davor latschen noch. Ich hab's geschafft, meine Begleitung sitzt auch schon da. Ja, die Glocken klingen, es ist um 8. Wie sie alle hier weg wollen. Wenigstens der fährt mit Strom, außerdem eine 143. Eine Legende. Was für ein wunderbarer Tag. Und der Zug fährt auch los. Haben wir schon angestoßen. Grüßchen. Wenn sie jetzt einschläft, dann drückt sie die Dose platt mit dem Kopf. Endlich mal ein bisschen andere Landschaft hier zu sehen. Nicht immer nur Bäume. Und hier aus dem Lautsprecher kommt irgendwie das Gepiepe. Weiß nicht, ob man das hört. Das geht einem auf den Keks. Sehr idyllisch. Wer baut denn sowas? Also hier das voll hässliche. So, Pizza und Bier zum Frühstück. Wir sind hier in meiner Lieblingsstadt. Wer erkennt's? So, also drei Lost Places haben wir auf dem Plan. Mal sehen, ob wir Glück haben. Ja, und die Frage ist, wie kommen wir da rein? Das ist ja hier ein Riesenkomplex. Also wir laufen hier schon eine ganze Weile, aber es ist hier alles irgendwie so verrammelt und die Schlösser sehen auch noch neu aus. Passen wir da unten durch? Nee, da passen wir nicht drunter durch. Ich bin zu dick. Also wir hatten schon gehofft, wir haben hier Glück, aber da baut jemand. So, also wir haben keinen Zugang gefunden, der uns nicht in die Bredouille bringen würde. Und hier ist wieder so ein Gebäude der Rubrik Schrott, aber nicht lost. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach in den Laden, oder? Wollen wir hier in den Laden gehen? Die hätten die Scheiben mal putzen können, man sieht ja gar nichts. Ja, diese Spiegelung immer. Ja, wir haben ja noch zwei Stück quasi auf dem Plan. Prost. So, nächster Lost Place, irgendwie Riesending, gell? Sieht auch Lost Place-ig aus. Nur haben hier Leute was rausgetragen und die sprechen kein Deutsch. Und so hätten wir die mal fragen können, ob wir mal reingehen dürfen oder was hier mit dem Gebäude los ist. Also auch wieder kein Glück. Und da hinten das Gebäude sollte eigentlich auch was für uns sein. Wir können ja einfach mal hinterlatschen. Also wir haben gesehen, die tragen Fenster und hier sind auch schon neue Fenster in der unteren Etage. Ach, hier ist sogar schon höher. Keine Ahnung, was das mal wird, aber kein Lost Place. Und hier nebenan haben wir schon gesehen, da wird auch irgendwie Zeug gelagert und so. Wir vermuten, dass das auch kein Lost Place mehr ist. So. Eine Station weiter. Oh, wieder eine 143, cool. Und wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Und den Lost Place sehen wir wahrscheinlich nicht, ne. Ich habe keine Ahnung. Das gelbe Gebäude da hinten oder das in die Richtung da. Ja, wir gehen einfach mal runter und ich gucken uns das mal. Ich habe schon die Richtung gesehen, aber jetzt sind wir. Keine Ahnung. Ach, das ist ja nur Wald. Ach du Scheiße, wir müssen da noch laufen oder was? Oh. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, wo wir hin müssen, aber auf jeden Fall Richtung Panometer. Also hier ist kein Lost Place eigentlich. Auch wenn es so aussieht, ich bin hier. Das riecht Lost Place-ig. Ich bin hier beim Panometer. Da war ich leider noch nie drin, ist ein Museum. Im Moment haben sie Barock 45 oder so. Also 45 und Barock-Ausstellung. Bilder schätze ich oder. Aber vielleicht kann man hier mal lesen, was das hier für eine Bude ist, also was das für einen Sinn hat. Gasanstellstraße. Stimmt, Gasbehälter, davon habe ich schon mal gehört. Das Dach fehlt halt. Und ich glaube, da oben kann man bestimmt nicht mal langlatschen, oder? So, das wäre jetzt unser nächster Lost Place. Sieht aus wie eine Schule. Aber das Tor hier ist viel zu neu und das Schloss sieht irgendwie auch sehr komisch aus. Ich weiß nicht, wir haben heute echt kein Glück. Hier sieht aus wie so ein neuer ICE, in der City meine ich, mit Testfahrt, oder? Es sind keine Passagiere drin. Und die Dinger sind ja nicht so besonders gut. Waren ja schon in den Medien, dass zum Beispiel der PC eine Stunde braucht, um hochzufahren oder so. Das ist, kennt man eigentlich gar nicht mehr, sowas. Zugmaschine ist eine 146. Nee, einen mitnehmen? Nee, da sind keine schönen dabei. T-Lok ist schöner. Du weißt noch, wo wir sind, oder? Ja. Wir haben ja noch Zeit. Hier sind 14 Uhr die Geschäfte schon zu. Hauptsache die scheiß Dampflok fährt noch, die Schmalspurbahn. So, also hier ist dann nochmal eine Riesenvilla. Ist das jedes Mal. Wir wissen aber nicht, wie wir da reinkommen. Das ist irgendwie. Ah. Das ist ja mal ein Grill, da kann man eine ganze Kuh drauflegen.
So, der fünfte Lost Place. Hier wäre der Eingang. Wie man sieht, ist da aber auch eine Tür schon wieder. Also man kommt hier nicht weit. Hier scheint es wohl eine Firma zu geben, die alle Lost Places kauft. Und den hier sieht man von der Autobahn aus. Vor allem ist es auch zu sehen, weil halt auch das Dach weg ist. Wo? So. Ja, also, kann ja ruhig sein, wir machen ja nichts Verbotenes hier. Also auf das, wo wir jetzt gerade drauf sind, da ist da vorne das Tor offen. Und ja, also wir haben heute kein Glück. Das heißt, wir müssen dann halt irgendwie einfach eskalieren. Haben wir heute schon angestoßen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Na, ihr fährt immer zu und zu, aber genau jetzt nicht. Jetzt müssen wir eine halbe Stunde warten. Viel schlimmer ist, dass es hier übel hoch geht, ey. Da kommt der Zug und hält nicht an, die Sau. Nehmt uns mit. Jetzt noch ein bisschen eskalieren in Dresden. Was soll man sonst machen bei so einem Misserfolg? Einfach eskalieren, saufen. Ja. Was hier los ist, ey. Da stehen die Leute teilweise an den Geschäften an und kommen nicht rein. Oder was auch immer.